Advent ist für mich Plätzchen backen, sein Zuhause weihnachtlich schmücken, der Adventduft, die Adventkerzen und anderen besonders in der Zeit danken. Advent bedeutet für mich, dass im Radio nur Last Christmas läuft. Mit Advent verbinde ich Momente der Stille, der Ruhe, Kerzenschein und abends in der Meditationsecke ganz still sein und sich auf Weihnachten freuen. Herzlich willkommen zu den Adventskerzen der Edith-Stein-Schule Erfurt. Gedanken und Musik zum dritten Advent. Thank you.
Lesung aus dem Lukas-Evangelium. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens.